Und in diesen Sekunden geht's los. Tessa hilft und es war auf der anderen Seite Anna Blank mit dem Draw. Genau, Tessa ist sehr, sehr groß und kontrolliert den Draw sehr gut. Also ich spiele schon so lange in der Cross, ich habe keine Ahnung davon, wie man einen Draw kontrollieren kann. Aber die schafft das immer wieder und das Ziel ist halt für Tessa eigentlich immer den Ball selbst zu holen, um ihn dann nach vorne zu bringen. Also wir können davon ausgehen, dass wir jetzt hier 60 Minuten lang Feuer sehen. Also es ist nicht, es wird keins von beiden Teams wird sich ausruhen, wird in irgendeiner Art und Weise versuchen, das Spiel langsamer zu machen. Schade, war ein erster Fehlpass von Hannover, aber... Ja, erster Fehlpass von Hannover heißt gleich die Chance für die München über die rechte Seite. Genau, also es wird auch ein Spiel sein, nicht wie in dem kleinen Finale, wo man denkt, okay, man kann mal einen Fehler machen, ich heb den Ball auf und dann weiter geht's, sondern hier wird jeder Fehler hart bestraft. Und das werden wir, glaube ich, noch des Öfteren dann zu sehen bekommen. Constanze Gerlach mit der 20. im Ballbesitz. Ich denke, Constanze Gerlach auch eine Spielerin, auf die wir heute wohl noch mal zu sprechen kommen werden. Tolle Saison gespielt. Und wir sehen sie wieder mit einem tollen Pass und die erste Chance für München. Und auch wie im kleinen Finale der frühe Auftakt. Und da kommt, das ist ja Wahnsinn, da kommt die ganze Mannschaft da zusammen. Selbst Liz Kenny aus dem Tor legt hier einen 20-30 Meter Sprint über das Feld. Und die Münchnerinnen zeigen, wo es lang geht. 1-0. Wir schieben das erste Tor in den Süden. Genau, und geschossen hat Kim Dressendörfer. Sorry, Kim, wenn ich deinen Namen nicht so direkt gut ausspreche. Die Kimi dürfen wir, glaube ich, in diesem Fall auch sagen. Wieder, wir sehen, Tessa versucht den Ball sich immer hochzuspielen, damit sie ihn selbst nehmen kann. Also krasse Kontrolle über den Ball. Auf Münchner Seite. Und jetzt Nora Schröder mit einem tollen Solo da. Oder knallt sie die Defense um, aber es wird laufen gelassen. Also da wird wahrscheinlich der Schiedsrichter Vorteil und Nachteil für beide Spieler gesehen haben. Sina John, gestern ein Tor gegen Münster. Auch schon seit der Jugend dabei. Ah, da hat sie klasse gesehen. Die mitlaufende Katharina Blank. Genau, wir haben ja Geschwister hier auch auf dem Feld. Anna und Katharina Blank auf Hannover Seite. Und Insa und Mareile Kriwal. Das sind die Fans von München mit den Anfeuerungsrufen der eigenen Defense. 2,5 Minuten gespielt, 1-0 die Führung für die Münchnerinnen. Und jetzt sehen wir den ersten Angriff vom amtierenden deutschen Meister im Frauenlacrosse. Hannover. Also wir sehen, die gehen auch sehr auf Sicherheit jetzt gerade am Anfang, also machen es ruhig. Ah, da ist der Shooting Space, genau. Nummer 7 von München. Sonja Boomer stand da halt im Weg, ohne jemanden direkt zu verteidigen. Und die erste Chance, hier den Ausgleichstreffer nach 3 gespielten Minuten dann zu erzielen. Ah, das macht sie durch die Beine. Ja. Super, da von Anna Blank mit ihrem ersten Treffer im Finale auf der Gegenseite, die Trötin von Hannover. 1-1. Toller Beginn auch hier im Finale der deutschen Lacrosse-Meisterschaften der Frauen. Wir haben es angesprochen, es wird ein Spiel, das hier keine mehr auf der Sitzfläche halten wird. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass hier 20 Minuten vor Ende der Partie alles stehen wird. Das wird für uns schwierig, das alles zu erkennen, aber zur Not stellen wir uns auch einfach hin. Und Sie vor dem Stream oder ihr vor dem Stream habt ja beste Sicht auf das Spiel. Jetzt mal der Draw an Hannover. Anna ist ja während der regulären Saison auch Top 2 Torschützin. Also die ist auch eine sehr, sehr routinierte Schützin. Also auch seit Jahren krasse Kontinuität in ihrem Spiel. Boah, und das ist der nächste Treffer hier. Wahnsinns-Solo von Alla Lena Roth. Der kam so, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Den knallt sie nach oben ins Eck. Ganz lässig, also sie ist rechts rum. Und da guckt die Liz Kenny, Schläger noch auf den Schultern. Was war das denn?
super Antwort auf das 0:1, 2:1 Hannover. Ja, und Bettina Wilhelm hat ja auch gerade nochmal alle motiviert. Also sie sind jetzt richtig angespannt, richtig on fire, wirklich. Also nach den ersten nach so ganz, ganz kleinen Unsicherheiten in den ersten 30 Sekunden haben die sich ganz, ganz schnell gefangen. Da merkt man einfach, dass Hannover ein Team ist, die funktionieren. Da greift jedes Rädchen ineinander. Ich kenne die in dieser Konstellation mit ganz leichten Änderungen, also dass Spieler aus der Jugend hochgekommen sind, das Team aufgefüllt haben, ist das ein Kern von 10 Leuten, der immer gleich ist. Und das ist halt in so einer Sportart wirklich, die so in Bewegung ist, einfach dadurch, dass so viele Leute immer umziehen, ist das wirklich eine Ausnahme, so spielen zu können. Hannover macht jetzt hier auf jeden Fall Druck. Hat sich von dem kurzen Schock 0:1 erholt. Und jetzt geht es auch erstmal nicht alles so stürmisch abzuschließen wie eben das Tor von Alena Roth. Hannover ist auch ein Team, die sehr viele Spielzüge haben, die alle sehr gut sind. Aber es gibt halt so Teams wie zum Beispiel Hamburg, die sehr viel improvisieren, also auch viel aus dem schnellen Passspiel machen. Genauso wie München, da sitzt einfach jeder Pass und die können sich einfach aufeinander verlassen. Hannover kann das auch, aber die bauen halt wirklich viel Spiel vorne über Spielzüge auf. Wir sehen auch schön die Verteilung über das ganze Feld. Da wird rechts gespielt, da wird hinters Tor gespielt, da wird auch mal Solo gelaufen. Jetzt geht's wieder hinters Tor Insa Krillwall, die den Ball wieder auf die andere Seite verteilt. Also die halten hier die Münchner gut in Bewegung, die Defense von München, die Hannoveranerin. So. Schöner Flip-Pass. Jetzt kommt der Zug zum Tor, wollte ich sagen, aber da abgepfiffen. Warum? Hast du was zu wieder sehen? Der Shooting Space gewesen und es ist wieder die Nummer 7. Also was sie wirklich probieren, ist halt, so wie ich das von außen so kurz beurteilen kann, ist halt wirklich das Spiel in Bewegung zu bringen, sodass die München dann nicht mehr ihre eindeutige Zuordnung haben. Und da ist das 3:1. Bettina Wilhelm. Bettina Wilhelm mit dem dritten Tor für Hannover. Ja, sie können jubeln zu Hause, wenn sie oder ihr für Hannover seid. 3:1 die Führung nach 5 gespielten Minuten. Also ich muss auch wirklich sagen, Raphael, ich bin gerade ziemlich überrascht, wie stark Hannover jetzt gerade ist, weil in der ersten Minute haben wir ja gesehen, dass es sehr hin und her ging. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass München da noch so weiter zurückbleibt. Also die werden jetzt auf jeden Fall den Druck steigern noch. Die müssen. Da ist auf jeden Fall noch mehr drin. Die sind so fit. Haben ja ähnlich wie die Hannoveranerinnen zahlreiche Nationalspielerinnen in ihren eigenen Reihen. Wir wollen von Ihnen, von euch bei Facebook, Hauptstadtsport TV, wissen, wie viele Nationalspielerinnen der 15 Nationalspielerinnen insgesamt stehen denn heute bei den beiden Mannschaften auf dem Platz. Einfach unter das Bild des Damenfinales kommentieren. Und hier, das ist der absolute Wahnsinn, macht Hannover weiter 4:1. Wahnsinn! Bettina Wilhelm ist halt auch ein Torgarant. Die hat gestern auch im Halbfinale hat sie schon 5 von den 16 Toren gemacht. Also da kommt das Timeout für München. Ja, das ist auch eine wichtige Zeit jetzt, weil so haben sie sich das hier gar nicht vorgestellt. Toller Beginn mit dem frühen Tor durch Kim Dressendörfer. Und direkt vor uns sitzt der Fanblock aus München und da wehen jetzt die Mias und mir, die stolzen Bayern fahren, leider auf Halbmast. Also die verstehen ja auch die Welt nicht und deshalb davon Joe Kenworthy, dem Trainer von München, erstmal das Timeout genommen. Unterdessen kommen jetzt auch die Spielerinnen und Spieler des kleinen Finals so langsam hier auf die Tribünen. Natürlich frisch geduscht, also es riecht hier nach zahlreichen Duschproben, Showergels. Und so langsam füllt sich also hier die Tribüne beim Finale. Naja, ist jetzt auch Zeit. Nach dem Mittagessen kann man jetzt auch vorbeikommen, ne? Also wenn sie irgendwie noch an ihrem Hackbraten sitzen. Sollte man kommen, sonst hat man schon 5 Tore verpasst. 6,5 Minuten gespielt. 5,5 Minuten gespielt, tut mir leid. 5,5 Minuten gespielt und 5 Tore, das ist wieder ein guter Schnitt. Ja, also es ist auf jeden Fall, bei den Damen ist halt einiges los. So, jetzt wird es wichtig sein für die Münchner, diesen Draw erstmal wieder
für sich zu entscheiden. Ich bin gespannt. Wer macht's? Ah, München jetzt im Ballbesitz. Toll geholt von Anbret Petermann. Entschuldigung. Münchener Seite war es Tessa Helf, die Nummer 4. Britt Petermann auf der Seite von Hannover, die Nummer 4. So, zweiter Angriff erst in diesem Spiel für München. Da kommt Tessa, genau, von der Seite. Toll. Boah, ein klasse gehalten. Ein toller Angriff, ne? Also, dass sie halt erstmal die sicheren Pässe gesucht haben und nicht sofort aufs Tor gegangen sind. Okay. Laura 100%, 100 Mark im Tor von Hannover. Wichtiger Save da für ihre Mannschaft. Und die Chance wieder für Bettina Wilhelm, Fragezeichen. Machen, wollen wir nachher das Münchenspiel kommentieren? Wenn sich beschwert, dass sie das auch kommen. Genau, da passiert gerade ein bisschen die Zuordnung zu spät bei Hannover im Mittelfeld. Also, dass sie die einfach, das können sie eigentlich sehr, sehr gut, die Hannoveranerinnen, halt schon früh im Mittelfeld das Spiel zu unterbrechen, der Gegner, und zu verlangsamen und einfach wirklich den Ball auch zu holen. Aber die treffen da halt auf Spielerinnen ihrer Art, die genauso schnell sind, genauso schnell passen. Und ich glaube, das ist einer, die DM und das DM-Finale ist einer der wenigen Momente, wo die Hannover Damen wirklich, wirklich gefordert sind und ins Schwitzen kommen. Ja, und das sieht man auch toll, wie die Münchnerinnen ihre Stärken jetzt auch wieder ausspielen. Genau. Auch sehr geduldig, die Münchnerinnen. Also überall nix. Vor allen Dingen jetzt, da sie halt mit drei Toren hinten liegen, wird natürlich das Ziel sein, den Ball so lange. Das ist Tor. Und da ist der nächste Treffer. Es war Laura Koschorek. Genau, mit dem Feed von Tessa, Nummer 4. Und wieder tolles Bild. Die ganze Mannschaft rennt komplett über das Spielfeld, um hier die Torschützin zu beglückwünschen. Also der Zusammenhalt in der Mannschaft, der stimmt. Absolut. 4-2. Der aktuelle Spielstand. Hannover noch die Nase vorn. Wir blicken wieder auf den Draw in der Mitte. Und Ballbesitz Hannover. Auch mit einigen Fans hier nach Berlin gekommen. Sie sitzen auf der Gegenseite auf den blau-gelb-roten Stühlen. Das Münchner Fanlager direkt vor uns. Auf der anderen Seite, wo die Kameras stehen. Falls Sie da Schreie von Münchnern hören übers Mikrofon. Es liegt einfach daran, dass Sie viel näher an uns sitzen als die Hannover-Fans. Ich habe sogar den Eindruck, dass die Münchner Fans sich aufgeteilt haben, damit sie noch kraftvoller sind. Also sowohl hier auf unserer Seite als auch auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist natürlich das Schöne, wenn beide Mannschaften sich qualifizieren zur DM. Man sich gegenseitig unterstützen kann, weil es für die meisten Leute ja doch noch relativ aufwendig ist, weiter wegzufahren und einfach nur zum Anfeuern zu fahren. Weiter Ballbesitz für München. Und wieder Tessa mit einem tollen Pass auf die linke Seite. Jetzt Nora Schröder auf der rechten Seite.
Lisa Neubert, die eigentlich sehr viel in der regulären Saison an Toren geschossen hat, seit gestern torlos. Ehemalige Hannoverin, also sie hat die letzten 3-4 Jahre immer auf der roten Seite gegen München gespielt. Jetzt ist sie selber Teil der Mannschaft, hat sich sehr, sehr gut, glaube ich, eingelebt, weil sie halt wirklich während der regulären Saison unheimlich viele Tore geschossen hat. Hat auch letztes Wochenende, hat mir Joey bestätigt, sehr, sehr gut gegen Notre Dame ausgesehen. Hier jetzt am Ball mit der Nummer 40. Genau, Nummer 40, Lisa Neubert. Also ich nehme an, dass sie heute auf jeden Fall 2-3 Buden noch machen wird. Ja, es ist noch Zeit, 10 Minuten gespielt. Ich glaube, sie ist das auch nicht gewohnt. Allein deswegen. Oh, ganz frei. Ah, das muss also, sie machen. Also München ist, hat einfach ein bisschen Pech, habe ich momentan den Eindruck. Vor allem in der Anfangsphase, das war jetzt Katharina Schroer. Das war jetzt der dritte Schuss, der irgendwie entweder abgefälscht wurde oder nicht richtig im Schläger lag und nicht richtig gezielt werden konnte. Also von den letzten 4 Schüssen ist leider nur einer reingegangen. Fehlpass, das passiert auch aber ganz selten bei München. Konstanze Gerlach jetzt mit dem weiteren Ballbesitz. Genau, da macht Henrike Vogt aber auch gleich Druck, also das ist bei Hannover genauso, sodass jetzt Hannover in Ballbesitz geht. Also Fehler, haben wir wie am Anfang gesagt, werden sofort bestraft auf beiden Seiten. Und das sieht man jetzt, ja. Da gibt es die Karte für Check zum Kopf. Also frühe gelbe Karte. Ja, genau. Unterzahl, München wieder 2 Minuten. Es gibt, eigentlich kann jedes Foul, was körperlich und gegen den Spieler geht, mit Gelb geahndet werden. Aber es gibt bestimmte Karten beim Lacrosse, die sofort mit Gelb geahndet werden müssen. Zum Beispiel ein Check zum Kopf. Egal wie stark der ist, sobald der Schläger zum Kopf geht, wird das abgepfiffen und die Spielerin muss runter. Den Angriff von Henrike Vogt toll unterbunden. Genau, wieder Fehler forciert. Also ich glaube, das ist auch eine der Taktiken, die sie fahren. Einfach so stark zu sein in der Defense und so Druck zu machen, dass einfach schlechte Pässe forciert werden. Torwartin auch sehr, sehr sicher bei München. Also ist ein bisschen so ähnlicher Typ wie Britta von Hamburg. Also sehr tolle Präsenz und sehr weite, flache Clears. Die tanken sich da jetzt gut durch, aber jetzt wieder leicht der Ballverlust. Aber doch wunderbar gerettet. Aber da setzt sich Lisa gegen ihre ehemalige Teamkollegin Mareile durch. Die kennen sich natürlich untereinander. Auf jeden Fall. Also die haben so lange, die spielen ja immer noch zusammen, Nationalmannschaft. Die kennen sich seit der U21, die kennen sich seit 9 Jahren. Davon haben sie 8 Jahre zusammengespielt. So, ein Tempo rausnehmen. Genau, wieder auf Ballbesitz gehen. Also wie gesagt, ich nehme an, dass sie wirklich versuchen, jetzt erstmal so viel wie möglich Ballbesitz zu halten, die Münchnerinnen. Einfach, damit sie nicht in die Defense müssen. Und natürlich auch Hannover ein bisschen müde zu laufen, ne? Weil je weiter sie die Strecke machen. Ja, wichtig war jetzt auch mal, diesen Schwung von Hannover da mit diesem Dreierlauf wegzunehmen. Ja. Und auch jetzt erstmal wieder mehr Sicherheit in das Spiel, in das eigene Spiel legen. 4-2. Wir sind in der 14. Spielminute. Jetzt schöne Verlagerung da von München. Jetzt gibt es eine Even. Ah, genau. Sie haben auch die gelbe Karte runtergespielt. Das habe ich natürlich auch schon vergessen. Und natürlich versucht die Münchnerin, die Unterzahl so lange wie möglich auszuspielen, runterzuspielen. Und jetzt sind wir wieder 12 gegen 12. Also Konstanze Gerlach, Teamkapitänin, wieder mit auf dem Feld. Schön geholt. Ah, hier wird jeder Ballbesitz, jede Balleroberung frenetisch gefeiert von den mitgereisten Münchner Fans. Und Tessa auch in diesen ersten Minuten, jetzt zwar mit einem leichten Fehler, wollte gerade sagen, mit einem tollen Beginn, verteilt die Bälle schön. Und Hannover jetzt aber durch den leichten Fehler im Ballbesitz. Anna Blank, auch eine krasse Laufmaschine, also trainiert ja auch für die Nationalmannschaft und hat nebenbei noch einen Marathon gemacht letztes Jahr in Amsterdam. Also ich weiß nicht, wo die ganze Energie herholt.
Ja, die Grundlagenausdauer ist dann da mit Marathon. Und die Schnelligkeit bringt sie hier mit. Hannoveranerinnen ja gut in die Vorbereitung zu diesem wichtigen Turnier gestartet. Ich habe auch auf der Facebook-Seite gesehen, Kanufahren waren sie auch noch. Und haben da teambildende Maßnahmen gemacht in der Vorbereitung. Die Playoffs waren ja in Hannover. Da haben sie ganz eindeutig gewonnen. Ebenso wie München. Nichts anbrennen lassen. Und jetzt stehen sich beide Mannschaften hier im Finale in Berlin um die Deutsche Meisterschaft 2015 gegenüber. Sie dürfen ja selber mal überlegen, wer macht es denn dieses Jahr? München? Endlich mal nach 3 Jahren? Oder vielleicht dann doch wieder Hannover? Und wie es jetzt aussieht, hat Hannover hier die Nase vorne. Und das war der 5. Treffer. Henrike Vogt für Hannover. Genau, mit einem ganz schönen Assist von Bettina Wilhelm, Nummer 10. Bettina ist zwar nicht Kapitänin, macht aber viele Ansagen bei den Spielzügen. Also ich weiß nicht, wer die quasi schreibt, diese Spielzüge, aber ich kann mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall eine Hand drauf hat. Die ist da auf jeden Fall jemand in der Attack, die viele Ansagen macht und viel koordiniert. So, das Duell wieder Anna Blank gegen Tessa Helf beim Draw. Und den gewinnt sie, Tessa. Ja, da war sie gleich eingekeilt zwischen zwei Hannoveranerinnen. Also die kennen sich ja. Wir haben ja vorher schon gesagt, das ist für die eigentlich inzwischen wie so ein Spiel der Freundschaft, weil sie sich einfach traditionellerweise einmal im Jahr im Finale der DM treffen. Aber dadurch kennen sie sich auch sehr, sehr gut. Und dadurch, dass ja auch viele in der Nationalmannschaft zusammenspielen, werden ihre Analysen sicherlich auch auf einzelne Spieler gehen und wie man die ausschalten kann. Ja, jetzt aber wieder der leichte Ballverlust an der Offense. Und du hast es angesprochen, die Laufmaschine Anna Blank auf der linken Seite. Wieder mit einem tollen Solo. Jetzt müssen sie aber erstmal abdrehen. Tempo raus. Genau, also Hannover macht das ganz gut, sich zwischendurch auch so ein bisschen Pausen auf dem Feld zu verschaffen. Und jetzt haben sich die Münchner Fans gedacht, auf der Gegentribüne sind nur Hannoveraner, das können wir nicht so stehen lassen. Deshalb weht da jetzt auch die bayerische Landesflagge gegenüberliegend. Tolle Stimmung hier bei der Deutschen Meisterschaft. Sie gucken den Livestream auf Hauptstadtsport TV. Wir sind ja schon seit gestern in der Übertragung dabei. Schön, dass Sie immer noch dabei sind. Wir sind im Frauenfinale und wir haben den Spielstand 5:2 für Hannover nach ja, gut 16,5 gespielten Minuten. Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall für das Spiel, also dass es noch ein bisschen enger wird, einfach damit es noch ein bisschen spannender für uns als Zuschauer wird. Beiden Teams wünsche ich das natürlich nicht, weil ich glaube, da geht einem ganz schön der Herzkasper. Aber wir hatten vor 2 Jahren ja auch Verlängerung bei der Partie Hannover gegen München, in der dann nach den 2x3 Minuten Overtime dann in der zweiten Overtime das Golden Goal kam. Und das hat damals Lisa sogar noch gegen München geschossen. Jetzt ist sie ja selbst Münchnerin. Mit der Nummer 40 in den blau-weißen Trikots. Versucht, Insa klopft mal an die Tür, kommt nicht durch. Das ist auch wirklich, sie sind sehr weise quasi in den Entscheidungen, beide Mannschaften. Sie einfach aus Erfahrung wissen, ich klopfe mal an die Tür, gucke, ob ich durchkomme. Und wenn es nicht klappt, breche ich ab, weil dann gebe ich es einfach an eine weiter, die es weiter probieren kann. Weil alle so kompetent, so fit, so gut sind in beiden Mannschaften. Jetzt wieder leicht Tempo rausgenommen erstmal wieder. Und der ruhige Spielaufbau. Oh, da hat sie Glück gehabt, dass sie den noch da so abfangen konnte. Die Insa. So, was macht die Defense aus München? Können sie den jetzt mal blocken? Dann vielleicht den nächsten Gegenangriff starten. 5:2 noch für Hannover.
wir haben ja wie auch im Kleinfinale, um das so ein bisschen hier am Laufen zu halten und damit wir auch ein bisschen Feedback bekommen, einfach mal eine Frage gestellt. Das werden wir beim Männerfinale dann auch so machen. Dann aber eine andere Frage. Wir wollen ganz schnell bei Facebook von dem wissen, wie viele Nationalspielerinnen der 15 stehen denn hier auf dem Feld bei der Mannschaften zusammen. Und jetzt ärgern sich die Münchner Fans. Grund, der nächste Treffer für Hannover. Das geht jetzt für meine Begriffe etwas schnell für Münchner. 6-2 der Spielstand. Genau, und Schützin war wieder Anna Blank, nachdem sie eine Free Position zugesprochen bekommen hat. Nach einem Foul. Also Hannover in diesen ersten, na gut, 20 gespielten Minuten. Die etwas aktivere Mannschaft, die Mannschaft, die ein bisschen konzentrierter auch die Spielzüge zu Ende spielt. Und ich glaube, das ist so das Problem bei den Münchnern so, dass sie eben ihr Ding noch nicht ganz hier zu Ende spielen konnten, was sie sich so vorgenommen haben. Ja, und ich hoffe, dass ihnen die mitgereisten Münchner Fans auf jeden Fall noch das kleine Quäntchen Glück bringen. Einfach das Tor noch zu machen, weil wie gesagt, München macht tolle Angriffe, die machen da vorne auch einen super Aufbau, aber es scheitert wirklich daran, das Tor zu treffen. Also ich glaube, da ist Hannover, wir führen keine Statistik über gezielte Tore, schon wieder ein Schuss, der neben das Tor ging, aber ich habe momentan das Gefühl, dass Hannover auf jeden Fall effektiver ist bei den Torschüssen, also absolut, was daraus absolut zu machen. Meiner Meinung nach war das jetzt der 5. Schuss aufs Tor, der bis jetzt erst nur mit einem Tor für München belohnt wurde. In Folge. Mit zwei. Genau, ja, genau. Vorher fiel schon eins, das war ja das Spiel von Kim, aber danach war einfach so, die haben halt immer geschossen und haben nur ein Tor geschafft. So, jetzt. Da kommt der Pfiff. Offside-Call. Abgepfiffen. Genau. Und deswegen ist man einfach auch zu dritt, weil zu sehen, was am Ball passiert und zu sehen, wer über die Linie tritt, ist einfach für eine Person nicht machbar. Also Annika zum Beispiel ist auch eine sehr, sehr erfahrene Schiedsrichterin nach irgendwie WM-Einsatz 2007 in Kanada. War sie 2011 auch wieder in Kanada? Nee, gar nicht. Das kann gar nicht sein. 2012. Rechnen. Ich bin mir nicht sicher. Nee. Ich glaube, es gab jetzt, es können uns bestimmt ganz viele Leute, die uns zukommen, kann mich bestimmt korrigieren, aber wir hatten ja zwischendurch halt nicht den Vierjahresturnus, weil wir jetzt EM und U21 und U19 WM so takten, dass es gleichzeitig ist. Also ich höre einfach auf, über das Thema zu reden, weil ich mich nicht sicher bin. Ich sag mal so, weil wir es eben auch wunderbar gemacht haben, ihr dürft uns ruhig helfen. Ja? Genau. Wir hatten ja auch eben wunderbare Kommentare schon bei uns, bei unserem Facebook-Profil Hauptstadtsport TV. Helft einfach mal der Tilly, ja, die freut sich ganz besonders und denkt an unsere kleine Frage zum Nachgrübeln. Wie viele Nationalspielerinnen stehen denn heute hier beide Mannschaften mit einbegriffen auf dem Feld? 15 Nationalspielerinnen umfasst der Kader und es sind mehr als die Hälfte, die aus diesen beiden Teams kommen. Wie viel genau? Schreibt es uns in die Kommentarfunktion. Und das war ein toller Save von Liz Kenny aus dem B-Team von München. Also ich konnte mir jetzt schon mal ein bisschen selber behelfen. Also 2013 war die letzte Damen-WM. Und auf der war Annika auch als Schiedsrichterin vertreten. Genau, genauso wie Katharina Mayer. Und in diesem Jahr haben wir die Lacrosse-EM in Tschechien. Und da Tessa. Oh, das ist die Tessa. Tolle Flolo, das wollte sie machen, das hat sie reingemacht. Und dann sieht man auch mal, wie wichtig sie für dieses Team ist. Mhm. Tessa helfen mit ihrem ersten Treffer. 6-3 der Vorsprung für Hannover. Der schmilzt so ein bisschen, aber ist ja immer noch mit einer 3-Tore-Führung da. Genau. Also brauchst du ein Tor, Tessa hilft dir. Ne? Und beim Draw hilft sie dir auch. Und dann
machen. Oh, da kommt ein langer Pfiff. Ah, 3 Sekunden. Hast du ja eben schon mal erklärt, vielleicht kannst du es für die Leute, die jetzt nicht so oft Lacrosse-Schauen, noch mal erklären, die 3-Sekunden-Regel? 3 Sekunden bedeuten einfach, dass man als Verteidiger nicht in diesem Elfmeter-Fächer stehen darf, ohne jemanden zu verteidigen. Und das, also man darf es aber nicht länger als 3 Sekunden. Und wenn das passiert, wird die Person, die halt in den 3 Sekunden stand, hinter die Ballträgerin gestellt. Was manchmal zu ganz schönen Löchern führen kann in der Verteidigung, weil eine halt rausgenommen wird, rausgezogen. So, Hannover weiter im Ballbesitz. Die drücken natürlich jetzt auf den 7. Treffer. 7:3, das wäre schon mal ein toller Beginn in dieser ersten Halbzeit. Und deshalb auch gleichzeitig die Defense, Anfeuerungsrufe, klar, für die Münchnerinnen. Wieder Bettina Wilhelm immer noch am Ball. Genau, die ist sehr lässig, also die hat halt Kontrolle. Also die lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, wie viel Druck auf sie eingeübt wird. Da kommt eine tolle Interception von Nora. Super, aber bringt jetzt nichts oder? Nein, weiter Hannover am Ball. Dort jetzt Glück für Hannover, dass der Ball weitergehalten wird. Und jetzt, ja, zu Recht der Pfiff, zu Recht der Pfiff. Und Hannover weiter am Ballbesitz. So, Insa Krillwall wieder hinterm Tor. Die Position hat sie heute inne. Verteilt auch immer wieder schön die Bälle, müssen immer drauf achten. Das ist auch eine sehr, sehr junge Spielerin in Hannover, die schon sehr viel Verantwortung übernimmt. Das finde ich ganz toll. Da kommt wieder die Flagge, wenn Sie sie sehen. Ich weiß nicht, ob sie gerade im Bild ist. Die gelbe Flagge der Schiedsrichterin. Genau, also Rahel hatte den Ball und wurde gefoult, aber hat trotzdem beim Zug aufs Tor die Kontrolle über den Ball behalten können. Und damit quasi diese Kontrolle nicht unterbrochen wird oder dieser Zug aufs Tor, kann die Schiedsrichterin anzeigen, ich habe den Vorteil gesehen. Du kannst jetzt entscheiden, schießt du oder brichst du ihn ab. Und sie hat sich entschieden abzubrechen und hat dann lieber die Passoption genommen. Oft ist es dann auch so, dass man eine Free Position bekommt, wenn es innerhalb der Elfmeterraums passiert. Also eine Free Position an der Elfmeterlinie. Das war jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, ist eigentlich eine gute Regel, damit das Spiel auch einfach schnell bleibt. Genau. Ja. Deswegen wird auch viel im Mittelfeld laufen gelassen. Also was man auch offensichtlich, auch wenn man Lacrosse-Kenner ist, oft sieht man ja dann so, oh, das war ein Foul, warum pfeift sie nicht? Aber wenn man dann den Schiedsrichter daneben sieht, der seinen Arm ausstreckt, dann heißt das halt wirklich, spielt einfach weiter, ich habe es gesehen. Und ich greife ein, wenn es nötig ist. Ja, nicht umsonst ist es die schnellste Sportart auf 2 Füßen. Zum Beispiel, da kam auch so ein kleiner Schubser mit von Tessa an Regina Flatkin. Aber sie hat Kontrolle behalten, deswegen wurde es auch nicht sofort gepfiffen. Und auch auf so einem Niveau, die Schiedsrichter passen ja auch das Niveau dem Spiel an, ihr Pfeifniveau. Jetzt wieder tolle Balleroberung und Sie hören es gleich über die Außenmikrofone, die Münchner Fans, die sind ja hier gar nicht mehr zu stoppen. Schöne Stimmung. Jetzt die nächste Chance für Konstanze Gerlach. Klasse, wollte sie den Ball überchippen. Da kommt der Ball nicht hoch, doch. Ja, ein bisschen Kuddelmuddel jetzt. Ballbesitz München. Die Laura Ollmann fällt mir heute auch sehr, sehr auf. Also sie ist sehr präsent vorne. Also wir sind schon auf der Zielgeraden der ersten Halbzeit. 3,5 Minuten noch zu spielen. Konstanze Gerlach von München bringt den Ball nochmal in die Mitte. Ja, auch wieder so ein bisschen, genau, für München ja genau, das erste Mal in der Liga ungeschlagen. Also Niederlagen gehören nicht so zu dem, was sie kennen. Deswegen glaube ich auch, dass manchmal da so ein bisschen, wenn es dann mal kurz nicht läuft, dann läuft es auch
nicht. Und dann braucht man wieder diesen Moment. Ja, das war eine tolle Drehung von Lisa. Tolle Drehung, tolle Aussetzer von Lisa Neubert, aber knapp über das Tor. Schwer zu halten. Ja, da war Laura 100 Mal schon geschlagen eigentlich. Schade, dass der Ball dazu hart auftitschte. Das wäre ja der vierte Treffer gewesen und dann wären es nur noch zwei vor gewesen. Also, ich nehme an, genau, Laura bekommt jetzt eine Free Position an der Center Hash, also die sieht man nicht so gut, das sind diese Striche, die Linie 11er unterbrechen. Und sie macht das Tor. Das ist egal, ob man das sieht oder nicht, das Tor, das haben wir gesehen. Das schnell ausgeführt. Und jetzt, vielleicht kann unser Kameramann einfangen, das ganze Team, wirklich die komplette Münchner Mannschaft wieder aufs Spielfeld, versammelt sich da. Tolle Bilder, also da kommt wirklich eine Liz Kenny aus ihrem Tor gerannt. Die macht heute einige Meter hier gut und das bei jedem Treffer. Super Bilder hier, tolle Stimmung, 6-4 und so haben wir uns das doch vorgestellt in diesem Finale. Jetzt kommen sie, das Münchner Echo, auch hier in München bei der Lacrosse-Meisterschaft auf dem Gelände des BRC. Und wir von Hauptstadtsport sind noch den ganzen Tag live dabei. 2 Minuten 20 sind es noch in der Halbzeit, also feuern sie nochmal von zu Hause an. Genau, meine Mama hat mir gerade geschrieben, dass sie uns im Auto hört auf ihrem Weg nach Rheinland-Pfalz. Hallo Mama. Da frage ich mich nur, wie macht sie das im Auto? Sie guckt auch keinen Fernsehen im Auto. Nee, meine Schwester ist noch dabei. Ich glaube, meine Schwester fährt. Das ist der Luxus, wenn man fahrende Kinder hat. Ja, ich hoffe, es hat auch nochmal jeder Lacrosse-Fan so ein paar extra Gigabyte in diesem Monat an Datenvolumen gekauft, um diesen Stream auch mal von außer Haus zu verfolgen. Deine Mutter, natürlich auch von mir, unbekannterweise schöne Grüße, gute Fahrt und nicht erschrecken, wenn wir gleich schreien. Die 2-Minuten-Marke steht nämlich, wir sehen jetzt die Zeit wieder nicht. Die Stoppuhr am Schiedsgericht läuft, aber es sind nicht mehr ganz 2 Minuten und die nehmen wir hautnah mit 6-4. Also sie wirken gerade ganz entspannt, aber Bettina hat gerade schon Nummer 10 auf jeden Fall eine Ansage gemacht, die wir bis hierhin nicht hören konnten. Also na, Hannover jetzt drückt nochmal. Ball besitzt, ne? Hannover. Aber trotzdem. So, die Uhr angehalten. Wird er dann immer manuell gestoppt, wenn das Spiel pausiert. Und Insa Krillwall wieder hinter Tor. Wo verteilt sie jetzt den Ball hin? Aber jetzt die Münchnerin auch wirklich aggressiv. Die wollen natürlich hier nichts mehr anbrennen lassen mit diesem Rückstand. 4-6 wollen sie in die Pause gehen. Hannover drückt noch, vielleicht doch noch auf einen Treffer. Vielleicht so ein ganz mit dem Pfiff. Das wäre doch toll. Zeit kommt aufs Feld, das heißt, wir haben jetzt nur noch 30 Sekunden. Können alle jetzt mit runterzählen. 25. Und wir können uns festlegen, das war eine tolle erste Halbzeit, die beiden Mannschaften uns hier gezeigt haben am Finaltag in Berlin. Und jetzt noch mal ein toller Catch. Gibt es denn noch vielleicht die Möglichkeit? Gibt es vielleicht noch einen Angriff? Nora Schröder hat den Gummiball in sich. Es sind nur noch wenige Sekunden. Kommt hier der Anschlusstreffer zum 6-5. Nora Schröder immer noch im Ball und jetzt wird die Halbzeit angepfiffen. Applaus hier in Berlin für eine tolle erste Halbzeit im Finale. 6-4 steht es für Hannover. Der Draw beginnt jetzt. Genau. Und Hannover wieder die leichte Nase voll. Genau, Hannover macht genauso weiter, wie sie aufgehört haben. Mit viel Druck. Ich kann mir vorstellen, dass München jetzt auch nochmal eine Schippe mehr draufpackt. Sowohl in der Defense als auch in der Offense. Sie müssen eine Schippe mehr draufpacken, da sind wir uns einig. Schauen jetzt aber erstmal an, was Hannover
im Petto hat, ob sie wirklich auch da anfangen, wo sie in der ersten Halbzeit angefangen haben, nämlich mit einer klasse Führung auf 4 Tore waren sie weg und haben jetzt die Möglichkeit, hier den 7. Treffer zum 7:4 zu erzielen. Und die Sina, toll. Und da ist er. Hannover, bärenstark heute mit dem 7:4. Genau, das war Sina John. Auch noch sehr jung. Spielt auch U19 diesen Sommer. Genauso wie Jule Neubauer. Und Insa Krieberl. Und Insa Krieberl ist ja nochmal so ein Sonderfall. Ich habe keine Ahnung, wie, wie sie das körperlich macht, weil sie wird ja, sie ist ja sowohl in der Senioren, muss man sagen, Nationalmannschaft, als auch in der U19-Nationalmannschaft. Also es wird auch für sie ein sehr sportlicher Sommer werden, den sie in Edinburgh verbringt und in Tschechien. Also wenig Zeit da auch irgendwie zu verschnaufen nach diesem Turnier. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr Kinesiotape dazu, wenn sie zurückkommt von beiden Events. Und die Münchner kommen auch in diesen ersten 2 Minuten noch nicht so richtig hier in das Spiel rein zum Zug. Die Anfeuerungsrufe schon die ganze Zeit von den Rängen Münchner Fans. Aber Hannover bestimmt hier und dominiert hier das Spiel. Ja, auch was das für sichere Pässe sind, auch unter Druck. Also München erhöht ja jetzt wirklich den Druck auch sehr weit draußen. Also so 17, 18 Meter vorm Tor fangen die schon an, Druck zu machen. Und nichtsdestotrotz gelingt es Hannover ganz gut, immer noch den Ball zu halten und gute Pässe zu spielen. Jetzt ist das erste Mal, Mareile hat sich vorgewagt, und es war auch sehr deutlich der Call und sehr, also aus meiner Sicht sehr gut gecallt, weil Mareile sich da einfach mit ihrem ganzen Körper reingelehnt hat, um den Ball zurückzubekommen, den sie da verbaselt hat und zu Recht dann das Foul bekommen hat. Also jetzt über Tessa der nächste Angriff der Münchnerin. Keine Frage, der 5. Treffer wird beschrien, der muss her. Konstanze Gerlach. Und da bricht der Aura durch. Und wieder der Aufsetzer. Wieder der Versuch der Aufsetzer und wieder ging er leicht oben drüber. Eigentlich ein gutes Mittel. Und jetzt steht sie aber frei vom Tor, aber abgepfiffen. Oh, es gibt einen Timeout. Da verpasst Laura Aumann den Ball und die gelbe Karte. Mareile Krieberl. Also wir haben gerade schon ein bisschen gesehen, dass es auf jeden Fall auch am anderen Ende körperlicher geworden ist auf ihrer Seite. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob der Call war für einen Check zum Kopf. Sie als Zuschauer werden das sicher besser sehen, weil sie haben eigentlich die allerbesten Plätze. Aber wie gesagt, der Druck steigt und entsprechend wird es auch körperlicher. Und das ist halt dann auch die Aufgabe der Schiedsrichter, dass ein bisschen in die Bahn zu lenken, ohne ins Spiel einzugreifen. Tessa Helf. Und die macht sie. Die macht sie. Ja. Wichtiger Treffer. Jetzt weiter in dieser Partie. 7:5. Tessa Helf. Genau, jetzt gilt es halt auch für München, die Überzahl jetzt für sich auszunutzen. Tessa traditionsgemäß am Draw. Anna zum Beispiel kann ihn eigentlich auch sehr, sehr gut lenken. Deswegen, ich glaube, für Tessa ist Anna auf jeden Fall eine Spielerin beim Draw, gegen die sie nicht so leicht den Ballbesitz holen kann. Und andersrum ist das für Anna genauso. München weiter im Ballbesitz. Ja, ist immer noch nicht so richtig klar. Oh, kommt jetzt der Blitzschlag, wollte ich sagen, zum 7:6. Also wir merken auch bei Hannover wird der Ton, der Check-Ton quasi ein bisschen rauer. Also die Checks werden härter, nicht mehr so schön sauber und kontrolliert wie in der ersten Halbzeit. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sich da nicht so
hinreißen lassen. Schöne Interception von Sina John. Hannover ist auch eines der Teams, was eine Zone spielt. Und die Zone läuft bei denen sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu München, Hamburg, wo sich manchmal noch so ein bisschen Lücken ergeben, die man sehr, sehr gut als Attack nutzen kann, ist es bei Hannover viel schwerer, durch diese Zone durchzukommen. Das haben wir im Kleinfinale gesehen. Hamburg-Münster, die Zone, die du angesprochen hast. Genau, und bei Hannover, diese Zone ist nochmal ein bisschen anders. Und sie spielen sie auch einfach, eben auch wegen dieser Kontinuität, die wir am Anfang gesprochen haben, einfach dadurch, dass sich der harte Kern seit Jahren im Team ist, können die sich einfach so wortlos aufeinander verlassen und wissen, die andere übernimmt, wenn sie aus ihrem Bereich raus ist. Dass Sina sehr unter Bedrängnis. Und Ballbesitz für die Münchnerin gepfiffen. Genau, da haben sie sehr sauber sie eingekeilt, ja. Und sie hatte keine andere Option, als ins Aus scheinbar zu laufen, weil sie nicht abbrechen konnte, weil sie weder vor noch zurück konnte. Hannover immer noch in Unterzahl. Können die Münchnerin da jetzt noch mal einen wenigstens kleinen Vorteil rausschlagen? Ah, tolles Anspiel! Und da ist der Treffer! Ja, der Anschlusstreffer, meine Damen und Herren! Wir haben den Anschlusstreffer in der 35. Spielminute, 7:6, und es musste Nora Schröder gewesen sein. Nee, es war Lisa Neubert, Nummer 40 war's. Dankeschön. Genau, mit dem Feed von Kim Dressendörfer, die ja heute auch schon getroffen hat und jetzt mit dem Assist das zweite Mal bei einem Tor involviert ist. Und Lisa braucht er jetzt endlich mal. Ich habe ja schon gesagt, Lisa muss auf jeden Fall ein paar Tore machen, sonst wird ihr Durchschnitt versaut. An Spannung kommt noch zu toppen, das 7:6. Die Stimmung hier wirklich, wirklich atemberaubend. Ah, München macht das jetzt aber ganz geschickt. Wieder die Balleroberung, aber abgepfiffen. Wing Warding. Claudia Kollmann. Also weil sie sich mit ihrem Ellenbogen freispielen wollte, quasi. Ja, probiert's Anna mal alleine. Bricht ab. Aber relativ viel Platz in der Mitte. Also die Hannoveranerinnen versuchen schon gerade so ein bisschen 1-gegen-1 immer wieder, und wenn es nicht klappt, brechen sie ab. Und das ist der 3-Sekunden-Pfiff. Also wieder eine Münchnerin, und zwar Nora Schröer, Nummer 10, stand länger als 3 Sekunden in dem Elfmeter-Fächer, ohne jemanden zu verteidigen. Muss jetzt wieder zurück. Genau, wird jetzt rausgezogen aus dem Spiel. Das heißt, eine ganz kurze Überzahlsituation haben wir da. Kommt jetzt wieder rein. Genau, wieder alles wie vorher. Und Hannover kommt über die rechte Seite, jetzt hinterm Tor. Genau, Hannover macht gerade echt viel Platz, also schafft viel Platz in der Mitte, direkt vorm Tor. Vermutlich, um da reinzubrechen oder halt einfach, um Mitspielerinnen Platz zu machen. Regina Flatkin gerade am Ball, hat auch ein Intermezzo von 2 Jahren in Hamburg gemacht, bevor sie wieder zurückgekommen ist nach Hannover. Detaining wird da gefunden. Das heißt also, dass die Spielerin gesperrt wurde mit dem Schläger in ihrem Weg zum Tor. Jetzt über rechts. Hannover drückt auf den nächsten Treffer. Da war wohl eine Flagge oben, genau, wieder die Vorteilsflagge. Und die Chance jetzt für den 8. Treffer. Viel Platz für Anna. Viel Platz. Sehr viel Platz. Macht sie ihn auch. Ja, unten links eingeschoben. Mit links geschossen, ne? Das kann sie, die Anna. Also so eine selbstverständliche Beidhändigkeit
also sowohl mit links als auch mit rechts sicher Tore zu schießen, ist auf jeden Fall das Ziel jeder Lacrosse-Spielerin. Und Anna hat sie toll gemacht, ja. Unten links reingeschoben. Kaum eine Chance dafür, Liz Kimmy im Tor der Münchnerin. Hilft die Britney Spears Hannover? Das ist die Frage. Das ist ja schon Tradition bei dem Club, Britney Spears in der Kabine laufen zu lassen. Denn hast du eigentlich schon seitdem sie das hören, haben sie kein Spiel mehr verloren. Hast du eigentlich auch schon den Britney Spears Starschnitt gesehen? Nein. Ja, die steht auch immer am Feld. Also ich weiß nicht, wer sie aus seiner Bravo 1997 aufgehoben hat. Auf jeden Fall, ich glaube, sie wurde mal auf dem Dachboden gefunden. Erneuter Check zum Kopf nehme ich an, auf Münchner Seite. Müsste dann wieder gelbe Karte geben? Ja. Wir gucken mal, was Annika anzeigt. Ach, gelb-rot. Ja. Gelb-rote Karte gegen Constanze Gerlach. Und das ist ein Schock für München. Genau. Sie versteht es selber gerade nicht. Es war ein Check zum Kopf. Wieder, wie gesagt, das Problem. Es ist eine Karte, die man geben muss. Sobald der Schläger zum Kopf geht, ist die Härte überhaupt nicht entscheidend. Aber was jetzt natürlich ärgerlich ist, ist erstmal 5 Minuten Unterzahl. Und Constanze Gerlach wird nicht mehr zurückkommen. Und deshalb, sie versteht es jetzt gerade selber nicht. Unser Kameramann hat die Bilder dann nochmal gehabt, wie sie zu ihrer Mannschaft geht. Und auch jetzt ja Totenstille bei den Münchner Fans. Und die Uhr tickt für Hannover. 5 Minuten Überzahl. Also es tut mir gerade wirklich leid für Constanze, weil sie ja wirklich, wie du auch gestern schon, wie wir auch gestern schon gesehen haben, einfach ein tolles Turnier spielt. Und da ist der Shooting Space, genau, da stand die 22 genau in ihrer Schussbahn. Ich glaube, das konnte man gerade sehr, sehr gut sehen. Auf jeden Fall Constanze, Leistungsträgerin im Team. War auch heute enorm viel unterwegs. Und jetzt Kapitänin. Der nächste Rückschlag. Wirklich, wirklich schockierend. Bettina Wilhelm gegen Liz Kenny. Und Bettina Wilhelm macht es jetzt mit dem Aufsetzer. Und sie macht's gekonnt. Der 9-6. Aufsetzer, ne? 9-6, war, ist das eine kleine Vorentscheidung? Diese letzte Spielminute, die wir jetzt gerade gesehen haben hier im Damenfinale. Erst die gelb-rote Karte gegen Constanze Gerlach. Tilly hat jetzt hier zweimal der Check da gegen den Kopf, die Karte. Da müssen wir keine Fragen stellen. Du hast das gesagt, die müssen wir geben. 5 Minuten Unterzahl für München und jetzt die 3-Tore-Führung für Hannover, 9-6. Es ist noch Zeit, liebe Münchner, es ist noch Zeit, aber es wird ganz schwer. Genau, deswegen ist es umso schöner zu hören, dass die Münchner, der Fanblock auf jeden Fall nicht nachlässt und zweiter das Team unterstützt. Mann, das hast du die Faust gesehen von Tessa Helf. Ja, sie hat den Draw gewonnen und die geben sich ja nicht auf. Die geben sie nicht auf. Also das Herzblut, was die Mädels in die Vorbereitung gesteckt haben, auch und die Zeit und Energie, also es wäre schade, wenn das heute so mit mehr als 3 Toren Unterschied zu Ende geht. Also ich hoffe auf jeden Fall für München, dass sie nochmal die Kraft schöpfen können, den Druck nochmal zu erhöhen. Und wirklich, ich wünsch ihnen auch einfach, dass sie dass irgendwann nochmal so ein Aufsetzertor endlich mal drin ist. Vielleicht dann sogar am Ende der Entscheidende. Ja. Wir haben noch 21 Minuten und München ist am Drücker, ist am Ballbesitz. Immer noch, wir erinnern uns, in Unterzahl. Das heißt, jetzt kann nur die geschlossene Teamleistung erhalten. Genau, ja, vorhin war ja ihre Taktik, immer den Ball so lange wie möglich zu behalten, um halt die Penalty, die Strafzeit runterzuspielen. Oh, tolles Anspiel, ja, tolles Anspiel. Und dann war es Elena Eichler mit dem 9-7. Oh, das hat sie toll gesehen. Und Katharina Schröer war da diejenige, die ihr zu dem Tor verholfen hat mit dem Assist. Ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, jetzt nicht einfach die 5 Minuten runterzuspielen, sondern wirklich, wirklich Druck zu machen, weil was haben sie zu verlieren? Ja, aber auch wie sich Elena da positioniert hat vor dem Kasten von Laura Hundertmark. Hat da schön geparkt, ne? Fand ich auch gut. So, jetzt den Draw gewinnen, dann noch so ein Ding und dann ist man auch schon wieder dran. Und das trotz Unterzahl. Hut ab, Frau Mütze. Der Ball landet bei Bettina im Schläger, aber sie kann ihn nicht richtig sichern. Aber guck mal jetzt die Körpersprache der Münchnerin an. Gefährlicher Check war das auch, der zu Recht Anna zugesprochen wird, der Ball. Weil der halt über ihren Kopf rüberging.
Also bei so gefährlichen Spielerinnen wie Anna ist es für sie ist es wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass sie eine Schutzbrille trägt, weil sie einfach so brandgefährlich ist, dass einfach viele Spieler Druck auf sie machen. Wir machen wieder schön die Mitte frei, die Hannoveranerin. Oh, da verbaselt Anna den Ball und es wird gleich bestraft. Und Tessa hilft da mit einem Check. Ja, wird zu Recht abgepfiffen. Müssen wir uns nicht beschweren. Und die gelbe Karte. Zu Recht, aber liebe Zuschauer da draußen, es kribbelt so langsam und die Hektik, die nimmt zu. 9-7. Also ich glaube, es ist Gewitterstimmung, ohne dass es hier tatsächlich anfängt zu regnen. Absolut. Der Call, der gerade kam, war gegeben für den Block, den Jule Neubauer an Tessa gemacht hat. Sie hat ja den Ball gewonnen, hatte keine Zeit und Jule ist ihr halt in den Weg reingelaufen, ohne dass sie Zeit hat zu reagieren und hat sie wirklich auch körperlich beeinträchtigt. Also insofern, es wird wehgetan haben und da wurde zu Recht dann die gelbe Karte gegeben für übertriebene Härte. München am Drücker, tolles Solo. Der gefährliche Schläger, Vorteil, sehr gut. Vorteil abgewartet, die Flagge, die gelbe. Weil die müssen jetzt echt, also die Schiedsrichter machen da gerade einen guten Job, das wieder so ein bisschen runterzubringen, weil die Schläger, die schwingen jetzt so schon ein bisschen lockerer hier. Also Mareile hatte gerade auch so ein bisschen Schwinger hinterhergegeben. Müssen auf beiden Seiten jetzt ein bisschen aufpassen, dass die Schläger da nicht fliegen. Fällt der 8. Treffer jetzt für München im Fangesang. München schießt ein Tor, da ist er. Katharina Nora war es. Nora Schröder mit dem Anschlusstreffer. So, München ist zurück. Und das in einer wirklich schwierigen Phase, nachdem Konstanze Gerlach mit Gelb-Rot vom Platz musste. Und ja, jetzt wird sie nochmal gefeiert. Die Brille ab. Und jetzt läuft sie erstmal zu ihren Fans. Ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Und deshalb auch das Timeout. In dieser Phase 9-8. Tilly hat es eben gesagt, die Wolken ziehen zwar auf, aber das Gewitter, das ist nicht am Himmel, sondern hier auf den Rängen. 9-8 und wir haben, und das ist das Gute in diesem Finale, noch mehr als 18 spannende Minuten hier zu erleben. Wahnsinnsstimmung auch auf den Rängen und mittlerweile sind auch alle Herrenteams hier angetroffen. Die Hamburger, die ja den 3. Platz gemacht haben, sind vom Duschen zurück. Auch die Hamburgerinnen, die Münsteranerinnen, die Mohawks. Alle gucken sie jetzt hier das Finale der Frauen. Und das ist eine tolle Stimmung. Sogar die Hamburger Jungs feiern die Hannover Damen an. Das passiert hier nicht so häufig. Der Norden hält zusammen. Ah, der Norden hält zusammen. Das ist wie wenn Bayern Champions League Finale spielt. Dann sind dann doch wieder alle für Bayern. Nee, nicht alle, aber die meisten, ja. Das waren gerade die Hannoveraner. Ja, sie haben sich das ein oder andere Bier verdient. Haben ja die Kölner im kleinen Finale der Herren heute Vormittag besiegt. Und die Herrenteams, die Finalteams, München 1 und Stuttgart. Ein Duell des Südens, was wir hier in Berlin bei der Meisterschaft im Lacrosse noch erleben dürfen. Die machen sich gerade warm. Wir sind aber wieder beim Draw für die Müncherinnen. Und wieder ist es Tessa. Hilft die Gummikugel da für sich gewinnen kann. Geht über die linke Seite. Oh, schade. Wieder so ein Fehler, der sofort bestraft wird. War der Pass nicht richtig gespielt, da lag er nicht richtig im Schläger und schon ist Hannover da und holt sich den Ball. Aber das Gleiche passiert auf der anderen Seite auch. Na, da verbaselt Sina den Ball. Timeout. Wieder mal. Oder einfach nur die Spielunterbrechung. Nein, die Zeit wird angehalten. 18 Minuten vor dem Ende. Sina John behält den Ball. Und es geht weiter für Hannover. Insa auf der rechten Seite geht jetzt wieder auf ihre Lieblingsposition dahin das Tor um. Genau, sie schickt Cutter weg, macht sich Platz. Macht sich Platz und nimmt das 1 gegen 1. Da kommt das Double und da ist Anna zum Helfen. Schön gesehen. Ja, jetzt kommt es wirklich auf die Defense der Münchnerinnen an. Möglichst die Hannoveranerinnen da weit vom eigenen Kasten fernzuhalten. Gelingt ihnen bis jetzt ganz gut.
Also immer wieder, Hannover macht sich gegenseitig sehr, sehr viel Platz, um die Mitte zu nutzen. Für sich. Für Züge zum Tor. Hannover immer noch im Ballbesitz. Da wird ein Push gepfiffen, da wurde Anna geschubst scheinbar. Ich habe da in dem Moment jetzt nichts gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich fand's auch. Obwohl wir wirklich auf diese Spielszene jetzt freie Sicht hatten, aber... Wir sind ja nicht so nah dran wie die Wir sind nicht ganz so nah dran und jetzt die Chance dann doch für Hannover mit dem... Oh, das hat sie klasse gespielt und die nächste klasse Tat von Liz Kelly im Tor der Müncherinnen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Save für die Müncherinnen. Hannover hat zweimal noch im Ballbesitz. Aber alles besser, als hier den nächsten Gegentreffer zu fangen. Was macht Hannover? Probieren Sie es nochmal. Aber auch schön gesehen von Anna, dass Insa da unten an der Ecke stand. Wie du sagst, ne? Wenn man es macht, ist es grandios. Wenn nicht, Mann, ist halt egal. Amareile jetzt mit einem langen Ballbesitz. Die Hannoveranerinnen positionieren sich wieder hier. Oh. Gefährlich. Glück gehabt. Wie gesagt, mir zittert immer kurz. Kurz mit einer Interception könnte hier den Spielverlauf auf den Kopf stellen. Hannover versucht die Wand zu durchbrechen. Wurschtelt sich durch, Bettina. Aber sie kommen nicht mehr so einfach durch. Jetzt Mareile nimmt Tempo raus, haben wir gesehen, genau. Die Handbewegung an die Mannschaftskameradinnen. Lasst uns mal über die linke Seite probieren. Bettina Willem. Katja Blank zum Beispiel ist auch jemand, die viel von hinterm Tor verteilt, auch ehemalige U21-Spielerin. Wir waren nämlich damals U21, 2007, weil es unsere erste Teilnahme war in dem U19-Wettbewerb. Und damals durfte man, weil es halt eben die erste Teilnahme war, mit U21 antreten. Alles, was danach kam, musste unter 19 Jahre alt sein, weil es eben auch U19-WM ist und EM. Nee, EM gibt es gar nicht mehr in U19. Mann, jetzt dann doch der Treffer. Also Anna hat, glaube ich, auch einen der schnellsten Schüsse in der Liga. Wir machen manchmal diese Shooting-Contests. Ja, das macht sie souverän, das lässt sie sich nicht zweimal nehmen. Einfach den oben rechts in die Ecke zu knallen, ist einfach so eine Sicherheit, die sie da hat. Der DAC erhöht hier im Finale 15 Minuten vor dem Ende auf 10:8. Vierter Treffer Anna Blank mit einer tollen Partie. Jetzt wieder am Draw gegen Tessa Helf. Wir erinnern uns, Constanze Gerlach, eine Leistungsträgerin der Münchnerin, nicht mehr dabei, gelb-rot gesehen. Aber die schwierige Phase haben sie eigentlich überstanden und sind hier mitten im Spiel. Und die letzten 15 Minuten, die werden es in sich haben. Ja, Tessa kommt da noch dran und die Münchnerin wieder im Ballbesitz. Könnt hier gleich die Antwort kommen? Kommt hier das 10:9? Jetzt erstmal wieder weit rausgedrängt. Sie hat nicht geschafft, den Ball hochzukriegen, weil der auf dem Kunstrasen natürlich sehr schnell rollt. Was natürlich jetzt einfach zu einem Ausball geführt hat, den Hannover für sich bekommt. Also kleine Fehler werden hier hart bestraft. Oder Unsicherheiten auch. Bettina Willem. Na, das machen sie jetzt gut. Die Hannover Damen drehen ab, suchen die Lücken, gehen im richtigen Moment raus und sie hören es. Die Defense-Rufe der Münchner Fans. Werden sie erhört? Das sehen wir jetzt. Schafft Hannover ja wirklich. Hannover macht wieder sehr viel Platz in der Mitte für sich. Wieder sehr viel Platz für Anna. Also da, wenn sie da zum Tor zieht, muss auf jeden Fall jemand zum Helfen kommen. Ah, sie macht es bis jetzt noch alleine. Und das war der erste wirklich
wirklich schlampig gespielte Ball von ihr. Genau, aber wie wir halt die ganze Zeit schon sehen, so keine Ungeschicke oder Fehler, Unsicherheiten werden sofort bestraft. Trotzdem Insa jetzt nochmal mit der nächsten Chance, die Wogen für Hannover nach diesem Pass zu glätten. 10-8 die Führung ja noch. 13 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Kann München den jetzt nochmal abfangen? Bettina Wilm macht wieder einige Meter und das ist ein super gespielter Pass. Das könnte sein, dass das nicht gezählt wird. Wegen Dangerous Follow-Through. Katharina Blank, die Schiedsrichterinnen beraten sich. Unser Kameramann hat das drauf. Jetzt, was denkst du, wird nicht gegeben? Na, es könnte sein, dass es nicht gegeben wird, weil eben auch dieses Dangerous Follow-Through, also dieses Nachschwingen des Schlägers, was jetzt Katar gerade hatte, damit hat sie eine Verteidigerin getroffen. Und wenn es genommen wird, ist es eine gelbe Karte, weil es eine dieser Karten ist, die man geben muss. Das heißt, es müsste jetzt die gelbe Karte für Katharina Blank geben. Ja. Und das Tor zählt dann nicht. Nicht. Es bleibt beim 10-8. Katar Blank mit der gelben Karte. Genau. Akzeptiert sie? Dangerous for the food, ja. Sehr fair. Muss ich jetzt glaube, es ist auch was, wo man sich eher auch erschreckt als Schützin. Weil hier man raus halt jemanden mit dem grünen Zopfgummi. Und die Nummer 11 von Hannover, Katar Blank. Und jetzt haben wir sie, die Überzahl. Situation. Ich kann mir auch vorstellen, dass München auf jeden Fall jetzt die Chance also sieht, schnell wieder ranzukommen in den nächsten 2 Minuten. Für 2 Minuten. Da ist es. Oh, und dann Lester! Lisa Neubert den wichtigen Pass durch ihre Beine gleiten. Ach, was war da denn los? Ja, es ist halt, man weiß halt ganz genau, wir müssen das jetzt nutzen und egal, auf dem Niveau sollte es eigentlich nicht so sein, aber es ist natürlich so, man ist dann ein bisschen nervös, ne? Und dann passieren solche Fehlpässe, die einem locker mal 30, 45 Sekunden der Überzahl kosten. Ja, ich glaube, da war ein Fuß im Spiel und es gibt Ballbesitz für die Münchnerinnen. Aus guter Position jetzt. Haben sie nochmal Glück gehabt, dass sie den wieder kriegen konnten im Mittelfeld? Was macht Nora Schröder jetzt? Ah, jetzt Lisa Neubert. Ja, so fängt man die Gummikugel. Ist auch gut, dass sie nicht direkt zum Tor durchgeprescht ist, sondern erstmal jetzt wirklich Ruhe macht, indem sie einen weiten Pass außen spielt. Die Hoffnungen liegen auf ihr. Tessa, helf. Kann sie ihre Mannschaft hier nochmal ranbringen. Boah, schon wieder ein intercepted Ball. Und das sind diese kleinen Fehler. Und jetzt das V-Spiel. Und dann haben wieder die Hannoveranerinnen die Chance, ihren Angriff zu starten. Wäre jetzt vielleicht nochmal ein Timeout vielleicht die richtige Wahl? Naja, weiß ja auch nicht. Also es ist immer, manchmal kann es auch helfen, einfach drüber hinwegzuspielen. Weißt du, dass man so denkt, so, wir ziehen das jetzt durch und dann löst sich der Knoten nach 30 Sekunden oder so. Und manchmal kann es aber auch tatsächlich helfen, nochmal ein beruhigendes Wort vom Coach zu hören oder sich nochmal 30 Sekunden mit den Leuten auf dem Feld nochmal in Ruhe unterhalten zu können, mit den Mitspielerinnen. Hannover spielt natürlich jetzt auch härter auf Possession, ne? Also und sie wird wieder zurückgepfiffen. Sie wird wieder zurückgepfiffen. Ja, das wird wohl. Und aber bis da herunter, da muss dann aber noch was. Das haben wir leider nicht mehr gesehen, was da passiert ist. Ich habe nochmal Timeout gepfiffen. Vielleicht ging es über den Stream sogar besser. Der Ball geht zurück. Zu Insa, obwohl wir halt nur hier vorne die Sache zwischen Regina und Nora sehen konnten. Also Hannover auf der linken Seite weiter im Ballbesitz. Und wir sind gleich durch die Schaumauer 10 Minuten. Noch 10:20 zu spielen. 2-Tore-Führung für Hannover, die jetzt am Ball sind. Der amtierende deutsche Meister im Frauenlacrosse macht das bis hierher an diesem Sonntagnachmittag sehr gekonnt. Und Sina Jordan, schade, aber toller Save.
Save von Liz Kenny. Und jetzt die Jubelrufe für München auf Seiten der Münchnerin. Aber der Ballbesitz bleibt weiter bei den Niedersachsen. Nee, es geht, München hat den Ball bekommen, zum Glück. Also nicht zum Glück, aber es war richtig. Es war die richtige Entscheidung, meinst genau. du, in dieser Situation? Ja. Ah, jetzt nur nicht mehr leicht vertändeln. Komm, du hast Platz, du kannst laufen. Jetzt gibt Laura Koschorek den Ball ab. Und da kommt der Pass in die Mitte zu Lisa, die sehr gerne diesen Pass nimmt, direkt vorm Tor. Aber war sehr schnell zugestellt, da keine Chance, sich irgendwie zu bewegen. Naja, nach 8 Jahren in Hannover kennen die Mädels sie natürlich auch. Das ist vielleicht der kleine Nachteil, Leute. Nora Schröder weiter im Ballbesitz und jetzt mit dem Chance, hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Wir sind 9 Minuten vor Schluss und er ist der Aussetzer. Jetzt klappt es mal mit dem Drop auf dem Boden und dann das Tor von Nora Schröder, 10:9. 9 Minuten noch knapp zu spielen. Wahnsinn. Jetzt kommt auch das Timeout auf der Seite von München. Ja, also für Lisa ist halt ein bisschen, spielt halt so ein bisschen gegen sich selbst. Ne? Sie kennt halt alle, was natürlich ein Vorteil ist, aber die anderen kennen sie auch. Die Münchner, Joe Conversi, wäre mal, Ken Versi wäre mal fast Gefängniswärter in Amerika geworden. Jetzt coacht er hier die Münchnerinnen zum Titel, Fragezeichen. Nach 3 Vizemeisterschaften wäre es gefühlt wieder Zeit für die Münchnerin. Auf jeden Fall. Also ich meine, die Mädels wechseln sich ja hier, würden sich dann ja auch eher abwechseln, weil nach vor den 3 Jahren Vizemeister war ja München selbst auch 3 Jahre lang Meister und Hannover Vizemeister. Also es wäre interessant, wenn sich hier so eine gewisse Muster ergeben. Oder Hannover dieses Muster heute durchbricht mit dem 4. Titelgewinn in Folge. Schafft es Hannes Lüttich-Mannschaft hier noch ranzukommen? Wir hatten ihn ja vor der Partie im Interview. Wunderbares Regenbogen-Shirt heute an, gefällt mir sehr gut. Sorgt für viel Frische hier. Und frisch ist auch der Wind, die äußerlichen Bedingungen. Eigentlich optimal, für uns ein bisschen windig, weil immer wieder Zettel wegfliegen. Aber es regnet nicht, wir müssen kein Spiel unterbrechen und das ist gut so. Und freuen uns jetzt auf 8 Minuten 50. So viel sind es nämlich noch. Spannenden Lacrosse-Damen auf ein Spiel im Finale um die deutsche Meisterschaft. Es ist auch interessant, wie nah die Teams hier einfach beieinander liegen. Also wir hatten ja vorhin den 12:11 Sieg von Hamburg gegen Münster. Gegen Münster. Und jetzt steht es ja auch schon wieder 10:9. Also in den Playoffs sind die Unterschiede viel, viel deutlicher. Es ist auch auf jeden Fall was, woran wir in den nächsten Jahren als deutscher Lacrosse-Verband, wo sicher die Ligen auch stehen, arbeiten, dass der Ausgleich. Das gibt es nicht. Und die Nummer 10, Nora, macht das 10. Tor. Die Nummer bringt auf jeden Fall Glück. Nora Rufe hier. Und ja, unser Kameramann hat es wieder drauf. Na klar, wer kommt? Liz Kenny kommt wieder aus ihrem Tor mit dem pinken Stick nach vorne gerannt. 10:10. 8:26 noch zu spielen. Und ich habe es ja im Vorfeld gesagt, so langsam fangen die Fans hier an, auch aufzustehen, weil sie merken, hier liegt was in der Luft. Und Tessa hilft wieder mit dem Draw. Was ist denn jetzt los auf Seiten der Münchner? Na, beschwingt auf jeden Fall durch den Ausgleich. Tessa hilft jetzt durch die Mitte. Oh, und jetzt schenken sie sich da durch. Oh, und da wäre es fast passiert. Aber der Ball noch heiß. Und diesmal wirklich ein toller Catch, ein toller Save von Laura. 100 Mark
Sie hält hier ihre Mannschaft im Spiel. Es geht hin und her. Hannover jetzt auf der rechten Seite wieder vorne. Es bleibt beim 10:10. 7,5 Spielminuten sind es noch. Jetzt Hannover wieder am Drücker. Also nachdem es in der Halbzeit 6:4 für Hannover stand, führt München in dieser Halbzeit mit auch 6:4. Absolut ausgeglichen, willst du damit sagen? Ja. Oh, das ist ärgerlich. Kim Dressendörfer eben hier mit dem 11:10. Und dann hält Laura 100 Mark diesen Ball. Jetzt Hannover wieder vorne im Angriff. Isa Kribbel wieder hinterm Tor. Was macht sie? Sucht den Platz, aber da hat sie Anna gerade ein bisschen verstellt, weil sie auch so weit auf ihrer Seite war. Anna nimmt das Tempo wieder raus. Ja. Zählt. Jede Minute. Die Hamburgerinnen haben das im Kleinfinale heute auch sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt geht auch hier mal der Aufsetzer übers Tor, aber weiter Ballbesitz für Hannover. Genau, Sina bekommt auch eine Free Position, da wurde ein Push angezeigt. Hat sie aber gut gemacht, dass sie sich von so weit oben, also von 17, 18 Metern echt bis 1 Meter vor den Crease durchschlagen konnte, im übertragenen Sinne. Und dann noch die Free Position bekommt, nachdem der Aufsetzer leider nicht geklappt hat, ein Tor zu werden. Mal sehen, was sie jetzt entscheidet. Also der Winkel ist eigentlich nicht gut zum selber schießen. Oh, ein bisschen. Bleibt erstmal weiter spannend. Der Ball bleibt heiß. Ist gut, dass Rahel da so geistesgegenwärtig den Ball genommen hat, weil es war ein ziemlich gefährlicher Pass, einfach über die Zone drüber zu passen. Einsatz zieht wieder die Münsterinnen auf ihre Seite, verteilt jetzt wieder gut den Ball, aber das sollte sie nicht so oft machen. Also Mareile, echt, ist auch jemand, die so klein und dünn und wendig, aber die nimmt dann, schafft dann auch drei Leute ordentlich in Bewegung zu halten, die sie da verteidigen. Erneut, also jetzt so halb, hat natürlich Laura Koscharek auf sich, aber links und rechts von Laura sind auf jeden Fall die Hilfen um. Und jetzt ganz viel Platz für Mareile, siehst du, links ist und links steht auch ihre Schwester. Genau. Hätte sie vielleicht dann doch spielen müssen. Genau, aber sie hatte ganz viel Platz, ihre Mannschaft hat ihr ganz viel Platz gemacht, über die linke Seite zu gehen. Aber München hat damit gerechnet und haben sofort zugemacht, als sie zu nahe zum Tor kam. Da wäre vielleicht toll gewesen, wenn noch eine Hannover-Passoption gewesen wäre oder sie Insa früher benutzt hätte. 5 Minuten noch. Mareila auf Insa. Ah, jetzt an Spannung überhaupt nicht mehr zu toppen hier. Schafft es Hannover, hier den 11. Treffer zu machen? Reicht der dann auch schon? Oder wann kommt der Fehler? Das ist Detaining wieder von Hannover, also dass sie mit dem Schläger gehalten hat. Weil das Ding ist halt, man muss als Verteidigerin, darf man seinen Schläger benutzen, aber man darf sich im Ganzen nicht breiter machen, als man tatsächlich ist. Und wenn man jemanden quer verteidigt und mit dem Schläger hält, dann vergrößert man seine Verteidigungsfläche illegalerweise. Also psychologisch wichtig wäre jetzt dieses 11. Tor. Ohne Ende. Sind schon 3 Minuten jetzt im Ballbesitz. 4 Minuten noch zu spielen. Also entweder machen sie einen Krimi und warten bis kurz vorher, das Führungstor zu machen. Und spielen dann die Zeit runter. Jetzt aber der Fehler. Kommen die Münchner, können sie sich da retten. Und wieder Ballbesitz. Tessa Helf wird aber gleich von 4 Spielerinnen da angegangen. Situation abgepfiffen. Mareile Krieber ist anscheinend diejenige, die das Foul verursacht hat. Deswegen muss sie 4 Meter dahinter. Alle anderen dürfen 4 Meter weit weg in die Richtung, aus der sie kam. Aber schlechte Anspielposition. Sie muss wohl erstmal zurückdrehen. Oder macht sie es alleine und rennt über die linke Seite. Kommt der Pass über die Hintertür hinten. Jackie, Kapitänin, hat den Ball. Ah, jetzt muss der Aufsetzer, der sitzt. Und jetzt hast du Platz. München mit Platz durch die Mitte. Wird sich beschwert. Naja. Check an der Grenze. Kim Dessendorf. Katasch Röhr. Und Tessa Helf. 3 Minuten. Da sucht sie die Lücke. Der Ball ist noch im Spiel. Und das war toll gesehen. Und das ist der Führungstreffer für München durch die Nummer 17, Laura Koscharek.
2 Minuten 50 vor Schlusszeit angehalten. Die Münchnerinnen gehen das erste Mal in diesem Spiel hier in Führung. Hannover geschockt. Das ist die deutsche Lacrosse-Meisterschaft. Ja, stimmt. Sie haben ja das erste Tor gemacht. Ich bekomme gerade ganz böse Blicke von den Münchner Fans. Richtig, wir hatten den Führungstreffer aus der ersten Spielminute für München. Durch Kim, ja, genau. Durch Kim Dressendörfer. Danke für den Hinweis, den hatte ich komplett vergessen. Rahel, na, die kriegt ihn da nicht richtig hoch. Aber die Münchner Fans werden mir das jetzt nachsehen, denn ihre Mannschaft führt hier 11 zu 10 und kann jetzt wieder, tolles Solo, da auf der linken Seite Claudia Kollmann mit dem langen Pass nach rechts außen. Doch, da ist niemand, kriegt da noch jemand den Ball? Nein, bleibt erstmal Ballbesitz Hannover. 2:30 noch, 11 zu 10 München. Oh, es klingt, als ob wir eine grüne Karte sehen werden. Und die grüne Karte gezeigt. Erklär ganz kurz. Ich nehme an, dass es die für Creeping gibt. Ja, genau. Also man darf, Darmlacrosse ist ja ein bisschen Stop and Go. Also immer wenn der Pfiff kommt, müssen alle stehen bleiben. Und es gibt halt die grüne Karte, die halt für technische Fouls vor allen Dingen gegeben wird. Und es ist halt erstmal eine Verwarnung an beide Teams. Weitere Creeping gibt es dann halt eine Free Position. Wo sind die Hannoveraner-Fans? 2 Minuten vor Schluss feiern die Münchnerinnen. 11:10 die Führung noch. Was ein klasse Finale. Und wir sind jetzt in den letzten 2 Minuten. Heißt wieder, die Stoppuhr läuft. Bei 30 Sekunden vor dem Ende werden wir wieder den Timekeeper auf dem Feld sehen. Und so weit stopp ich hier mit meiner Stoppuhr mit, was es zu stoppen gibt. 30 Sekunden vor Schluss dann der Timekeeper. Zeit läuft jetzt. Die letzten 2 Minuten, die sind schon angebrochen. Kommt Hannover nochmal. Die Barbaren auf jeden Fall einen kühlen Kopf, die Hannoveraner. Es ist jetzt nicht so, dass eine versucht, da durchzubrechen und das Tor auf Teufel komm raus machen zu wollen. Sondern dass sie wirklich überlegen. Dafür ist auch viel zu viel Erfahrung im Team. Jetzt aber toll gesaved, aber Bettina Wilhelm. Oh, oh, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch der nächste Treffer für Hannover sein. Das muss er doch sein. Wahnsinns. Safe und Glück dafür die Münchnerin. Absolut. Da ist der Ball wieder für München. Mal gucken, ob Jacqueline es schafft, über die Mittellinie zu kriegen. Und jetzt kann das ganz schnell hier gehen. Jetzt kann es ganz schnell hier gehen, liebe Lacrosse-Fans. 10 zu 11, der Spielstand aus Sicht vom amtierenden deutschen Meister. Spielfehler. Die Münchner Fans verstehen selber nicht, warum spielt es denn nicht runter? Warum lasst ihr denn da den Ball ins Auslaufen? Kurze Info, ich sehe, wir sehen überhaupt nichts mehr. Der ganze Münchner Fanblock, der steht genau die Seite. Jetzt aber wieder der Ball in die Mitte gespielt. Also München hat gerade echt Glück, dass Hannover auch genau die gleichen Fehler macht wie sie. Also Bälle zu verhauen. Es dürften nicht mehr ganz eine Minute sein. Nicht mehr ganz 60 Sekunden. Und jetzt Hannover wieder am Drücker. Oh, leichter Fehler. Ah, die Münchnerinnen, die lauern jetzt. Die schnuppern hier an der Chance. Hannover macht das hier auch gerade jedenfalls. Kata Blank verliert den Ball. Ungewöhnlich, ungewöhnlich. Kata Blank in dieser Situation verliert den Ball. Und jetzt müsste... Und da ist das! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht! Das ist doch der absolute Wahnsinn. Anna Blank bringt ihre Mannschaft hier aber wieder zurück. Aber einen Moment, da wird die wohl angehalten. Alle müssen den Schläger fallen lassen. Ah, genau. Also das ist eine sehr taktische Sache, die jetzt gemacht wird. Jeder Spieler auf dem Feld kann nach dem Schuss aufs Tor einen Stickcheck verlangen und checken, ob der Schläger legal ist. Wird jetzt gerade gemacht. Und jetzt checken sie gerade.
Und Annika hält Nein sagt an. Das Tor ist legal, der Schläger ist legal. Und das ist die gute Nachricht für Hannover. Hannover in Niedersachsen, ihr lebt wieder. Die Messestadt, die Stadt der Expo, die Stadt der Herrenhäuser, Gärten ist wieder zurück. Und es können eigentlich nur Sekunden vor Spielende, vor dem regulären Ende sein. Bringt die Nummer 16, Anna Blank, ihre Mannschaft hier wieder zurück. Und jetzt Timeout. Durchatmen. Also wäre der Schläger jetzt illegal gewesen, hätte das Tor nicht gezählt. Weswegen man halt eben in solchen Situationen häufig einen Stickcheck nach dem Tor fordert, um überprüfen zu lassen, ob er legal ist oder illegal. Jetzt hat nicht Hannes Lüttich, der Trainer vom DAC, gerade zum Schiedsgericht. Wie lange ist noch? Schnell nach der Zeit gefragt. Also es sind noch wenige Sekunden. Wir sind beim Timeout von Joe Canworthy. Die Münchner, die hatten das Ding eigentlich so gut wie sicher hier. 11-10 die Führung, jetzt wieder 11-11. Ich sehe Schweißflecken unter den Hemden bei den Fans. Ich vermute, wir haben auf jeden Fall hier nochmal eine Wiederholung vom Finale 2013, wo es auch in die Verlängerung ging. Die Verlängerung steht uns bevor, aber das tut dieser Sache überhaupt keinen Abbruch. Wir freuen uns drauf. Dann geht es nämlich weiter mit Spannung pur bei der Lacrosse-Meisterschaft aus Berlin auf dem Gelände des BAC. Und jetzt die beiden Spielerinnen, möchte ich sagen, wieder in der Mitte. Anna Blank und Tessa Helf beim Draw. Anna Blank eben mit dem, vielleicht ihrem wichtigsten Saisontor. Und Tessa gewinnt. Tessa gewinnt. Es ist ja noch Zeit. Es ist noch Zeit. Wir reden schon von Verlängerung. Aber die Münchnerinnen haben noch vielleicht 15 Sekunden. Jetzt kommt der Timekeeper aufs Feld. Wenige Sekunden. Die Uhr tickt. Die Uhr tickt. 11-11 Spielstand. Oh. München weiter in der Defense-Zone der Hannoveranerin. Katha Schröer. Passt nochmal. Tessa Helf. Und Shooting Space. Das okay, also, es scheint, als ob Annika gerade das Spiel abpfeifen wollte. Aber kurz davor kam der Pfiff von Katha Meier für die Free Position. Es kann also jetzt sein, dass mit dem Schuss... Mit dem Schlusspfiff der Sieg für München. München hat es selbst in der Hand. München hat es jetzt in der Hand. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt entschieden haben, weil theoretisch... Falls ihr jetzt nicht hingucken werden, könnt, dann dreht euch weg, wir sagen es euch. Das war's. Wir haben eine Verlängerung und dieses Spiel hat absolut eine Verlängerung verdient. 11-11. Hast du das nach der ersten Halbzeit erwartet? Nee, tatsächlich nicht. Aber es war halt, wie wir halt vorher gesagt haben, dass es auf jeden Fall jetzt eine Schippe mehr gibt von München. Und die haben sie draufgetan. Also München hat jetzt hier diese Halbzeit auf jeden Fall gewonnen. In dem Sinne ja. Aber wir müssen mal gucken, was die nächsten 6 Minuten Spielzeit noch bringen. Also wir haben jetzt 5 Minuten Pause, offiziell. Ich nehme an, dass sich die Schiedsrichter auch daran halten. Und dann gehen wir in 2x3 Minuten Overtime. Und wenn in diesen 2x3 Minuten kein Tor geschossen wird, gehen wir in Golden Goal. Das wäre natürlich der absolute Kracher in dem Damenfinale bei der Lacrosse-Meisterschaft in Berlin. Also ich hoffe für alle unsere Nerven, Herzen, das ist nicht ganz so schlimm. Also, dass sie vielleicht in den nächsten 6 Minuten sich das Spiel entscheidet. Ja, wir haben total schwitzige Hände. Wir beobachten hier alles. Wir hören die ganzen Fans. Es ist eine tolle Stimmung. Ich denke, zu Hause vorm Stream geht es genauso. Also, dieses Finale und ihr dürft mir gerne was anderes sagen, hat aber eine Verlängerung verdient. Das möchte jetzt natürlich kein Fan hören. Aber Hannover, klar, erste Halbzeit die bessere Mannschaft, dann kam die Münchnerin und wir müssen sagen, Hannover mit Anna Blank dann vielleicht da den Unterschied eben ausgemacht. Genau. Und wir erinnern uns, falls Sie oder ihr zu Hause erst später dazugeschaltet haben, Konstanze Gerlach musste mit Gelb-Rot bereits vom Platz, also die Leistungsträgerin von München, dann gab es 5 Minuten Unterzahl und das hat die Mannschaft aus München ganz gut weggesteckt. Joe Canworthy dann die Timeouts auch, glaube ich, gezielt und auch sicher genommen.
und hat ja hier die Mannschaft wieder zurückgebracht. Also ich bin sehr gespannt. Ich will jetzt überhaupt keinen Tipp mehr abgeben. Ja. Wie vielleicht nochmal, weil wir ja die Frage am Anfang gestellt hatten auf Facebook, wurde ja auch schon geantwortet. 12 Nationalspielerinnen sind hier unten jetzt dabei. Ja. Von den 15. Das ist absolut Lacrosse-Damenspitze. Genau, also wir sehen hier Spielerinnen, die sich sehr, sehr gut kennen. Aber halt auch Spielerinnen, die sich auf jeden Fall wieder an so eine Konkurrenzsituation gewöhnen müssen. Ne? In 3-4 Wochen werden wieder zusammen auf dem Feld stehen. Also ich finde halt immer noch beeindruckend, wie cool Hannover bis zum Ende war. Also die wirken total cool, nicht aufgeregt. Auch als dann der Ausgleichstreffer durch Nora kam, Nummer 10, die das 10. Tor geschossen hat. Dass sie immer noch cool geblieben sind und man nicht das Gefühl hatte, dass sie jetzt so durchpreschen müssen unbedingt, um diesen Ausgleich oder um halt wieder in Führung zu gehen. Also Hut ab für diese Coolness und diese Sicherheit, die ausstrahlen. Genauso München auch zurückzukommen, ne? Also dass sie auch gerade nach der gelb-roten Karte sich so berappelt haben. Absolut Respekt. Wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. In der Verlängerung. Genau, augenblicklich sehen wir, was Sie nicht sehen können, den Cointoss. Also es wird jetzt wieder über die Seiten entschieden, in die gespielt wird. Und dann gehen wir in die ersten 3 Minuten der Verlängerung. Und die werden es wieder in sich haben. Genau. Diese 3 Minuten in der Verlängerung. 11:11. Jetzt switchen wir wieder unsere Kamera aufs Spielfeld. Nochmal herzlichen Dank. Wir sind ja auch, was Livestream-Übertragung angeht, sehr, sehr neu auf dem Gebiet von Hauptstadtsport TV. Schön, dass Sie erstmal diesen Stream bei uns einschalten. Und für uns ist das hier auch ein absolutes Highlight-Wochenende. Schön, dass ihr auch immer die Zeit habt zu kommentieren. Wir hatten ja gestern auch die Dominik und den Sebastian. Gleich bei den Männerfinals wurden mir neue Kommentatoren zugewiesen. Auf die beiden Jungs freue ich mich dann auch. Wir stellen sie ihnen natürlich alle gleich vor. Aber jetzt liegt der Fokus erstmal auf den Frauen. Und hier ist die Münchner Mannschaft. Ah ja, Grinsebacken da auf dem Spielfeld. Hannover wirkt auf mich jetzt, was wenn ich so den Eindruck von hier oben sagen kann, ein bisschen angespannter. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist eine Situation, die beide Teams kennen. Eine Verlängerung. Genau. Wir spielen jetzt 2x3 Minuten. Und nach den ersten 3 Minuten wird auch direkt die Seite gewechselt und es wird ein neuer Draw aufgesetzt. Also es gibt keine Pause zwischen diesen beiden Halbzeiten. Wenn Sie sich wundern, woher der Rauch kommt, es sind keine Bengalos, die hier gezündet werden, sondern Zigarillos. E-Zigaretten? Oder sind das richtige Zigarillos? Ich glaube, das ist eine richtige Zigarillo. Ah, Münchner. Ja. Zigarillos. In Berlin. Und genau. Tessa helfen. Tessa leitet die Verlängerung auf jeden Fall mit Draw Control ein, ne? Die Uhr tickt wieder 3 Minuten, wir sehen wieder keine Zeit. Ich stopp aber wieder mit. Sie können sich also voll und ganz auf den Stream konzentrieren. 3 Minuten haben wir, nicht mehr ganz. Ach genau, für Sie als Zuschauer nicht, dass Sie sich wundern, warum die Zeit wieder nicht läuft. Es ist so, dass in den 3 Minuten wird komplett Stop-Clock gespielt. Das heißt, nach jedem Pfiff wird die Zeit angehalten. Und das hat... Es liegt in der Verantwortung der 4. Offiziellen, deswegen wir das nicht über die Ansage machen, über die Anzeige machen. Wir sehen dann wieder 30 Sekunden vor dem Ende den Timekeeper aufs Spielfeld rennen. 30 Sekunden müssten jetzt von der Uhr gelaufen sein. 2,5 Minuten noch an Spannung überhaupt nicht mehr zu überbieten. Und da ist er! Treffer! Tessa Helf, da ist sie, wenn man sie braucht, auf Seiten der Münchnerin. Das Tor geht nach Süddeutschland. 12:11. München jetzt mit der Nase vorne. Da hat sie auch Laura Hundertmark ganz schön aus dem Gleichgewicht gebracht. Ne? Ist ja schon fast nach hinten umgekippt, weil das so eine Wucht war, die da auf sie zukam. Sehen wir auch erstmals Bettina Wilhelm am Draw. Und Tessa wieder mit dem Stick weiter oben. Eine Taktik könnte dabei sein, dass man versucht, Tessa so ein bisschen aus ihrer, wie sagt man, Gewohnheit zu bringen, weil sie ja immer gegen Anna drawt, indem man ihr jedes Mal jemand anderen hinstellt.
nicht mal jemand sein, der überhaupt einen Draw kann, sondern einfach um sie so ein bisschen zu ver-, also ihren, ihren Rhythmus ihr rauszunehmen. Okay, wir sind München jetzt wieder im Angriff. Hannover jetzt in dieser Spielsituation komplett von der Rolle. Die Zeit tickt für München. Elena Eichler im Ballbesitz. Ganz, ganz bitter jetzt in dieser Phase. Die gelbe Karte an Henrike Vogt in dieser Spielsituation. Muss jetzt erstmal raus. Ja, die Schmährufe kommen natürlich auch. Das muss man dann auch verkraften. Überzahl München. Es wird ganz, ganz schwer für die Niedersachsen. Wo sind die Hannover-Fans? Dreimaliger und amtierender deutscher Meister, dreimal hintereinander, mehrmaliger deutscher Meister. Gibt es eine Wachablösung im Damenlacrosse? Also Druck macht Hannover gerade nicht, weil Tessa hat gerade ungefähr zwei Leuten Ansagen gemacht mit dem Ball im Schläger. Also Hannover lauert gerade ein bisschen mehr, als dass sie Druck machen. Das ist eigentlich das Bild, was wir über weite Strecken von den Hannoveranerinnen gesehen haben. Diese Spieldominanz in der Defense des Gegners. Und das machen sie jetzt sehr, sehr gut. Die haben natürlich Mut geschluckt. 12-11. Klar. Ja, und so ein Ding hätte sie in der ersten Halbzeit noch verloren. Und jetzt hat sie ihn aber sicher. Jetzt kommt der Timekeeper aufs Spielfeld. Es sind noch 30 Sekunden. Das heißt, wahrscheinlich starten wir dann auch in Unterzahl in die zweite Hälfte der Verlängerung, denn die Strafzeit von Henrike Vogt geht dann auch damit rein. Reicht das noch? Jetzt der lange Ball nach vorne. Kommt der? Hi. Bettina Willem. Den hat sie noch? Kriegt den nochmal. Es ist nicht mehr viel Zeit. Vielleicht 8 Sekunden. Vielleicht sind es 8 Sekunden. Kommt sie nochmal durch. Es wäre der absolute Hammer. Nein, kriegt sie nicht. Genau, wir wechseln die Seiten und es geht direkt weiter. Nochmal kurz den Kreis bilden. Genau, die Schiedsrichter pfeifen jetzt auch nochmal, dass es keine Zeit ist, sich zu besprechen. Die gibt es offiziell nicht. Deshalb sondern es wird direkt einfach nur die Seite gewechselt und neuer Draw aufgesetzt. Deshalb auch da die Einweisung und Anweisungen der Unparteiischen. Bis jetzt, wie findest du die Führung? Gut gepfiffen? Ach, ich finde es wunderschön. Ja, ich fand es super. Also wie gesagt, es wurde zwischendurch ja so ein bisschen sloppy, also dass halt so die Schläger so ein bisschen mehr geschwungen haben und so. Und die Schiedsrichter haben dann mal relativ schnell reagiert und so halt so dieses bisschen dreckig, unordentlich aus dem Spiel genommen. Also es ist wirklich ein sehr sauberes, sehr schönes Spiel. Was nicht zuletzt auch an der Professionalität der Mannschaften liegt. Sehr fair im Umgang. So, wie geht's weiter? Ball genau, jetzt haben wir einen Draw. Wir haben jetzt einen Throw, weil nämlich nach dem Draw der Ball direkt ins Ausgegangen ist, ohne dass ihn irgendjemand berührt hat. Wichtig wäre das jetzt für Bettina Willem, ihre Mannschaft da den kleinen Vorteil zu haben. Nein, kriegt sie nicht. Ab die Post, Kim Dessendörfer. Sie verliert den Ball, wird aber zurückgepfiffen, bekommt den Ballbesitz zugesprochen. Wir erinnern uns, Hannover noch in Unterzahl. So, jetzt kommt sie wieder aufs Spielfeld. Henrike Vogt mit der Nummer 3, jetzt also wieder da. Oh, da kommt sie viel allein zu frei. Kommt sie da und wieder Laura 100 Mark mit einem ganz, ganz wichtigen Save in dieser Spielsituation. Wahnsinn.
super wichtig. Aber so frei darf die da niemals vom Tor auftauchen. Da merkt man auch, dass Hannover jetzt doch langsam nervös wird, weil solche Fehler sind ihnen bis jetzt noch nicht einmal passiert. Kriegen Sie die Nervosität unter Kontrolle. Cutter blank. Wer ist da die Hilfe? Ich hoffe, da kommt noch jemand und macht. Ja, fällt dir noch was ein? Ah, ein schlampig gespielter Ball. Mareile ist da und hilft. Ei. Genau. Ist guter Call. Weil sie einfach durch diesen Druck an der Hüfte die Kontrolle über den Ball verloren hat. München zu diesem Zeitpunkt deutscher Meister. Aber Mareile fällt. Hat den Ball noch unter Kontrolle. Wird abgepfiffen. Wird abgepfiffen. Und gibt es jetzt die Free Position an der 11? Das wäre nicht schlecht es für Mareile. Es gibt die Free Position an der 11. Mareile Kriwall hat es in der Hand für Hannover. Beziehungsweise auch im Schläger. Aber was war das denn? Das kennen wir ja gar nicht von ihr. Da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen erschrocken. Da zieht sie das Ding rechts oben vorbei. Das war ja nicht mal ein richtiger Schuss. Aber vielleicht tut ihr auch was weh, weil sie hat sich gerade auch gehalten, die Seite. Hat sie sich jetzt noch verletzt? Ich war wirklich überrascht, weil sowas kennt man von Mareile überhaupt nicht. Jetzt aber, jetzt mit der Chance. Und jetzt hat sie noch Pech, das gibt's doch nicht. Hannover hier in der Schlussphase mit etwas Pech am Stick. Ah, es sind wenige Sekunden noch. Hannover am Drücker. Bettina, das gibt es doch nicht, das gibt es doch nicht. Bettina Wilhelm nach zweimal Mareile Kriwall und jetzt geht sie auch dahin. Die Mareile bedankt sich da. Ach, das ist doch... Da wird der Schläger gecheckt, wieder. Wahnsinn. Ob er legal ist. Ausgleichstreffer, 12-12. Und wir haben nicht mehr lang. Timekeeper macht sich schon unten bereit, die Stoppuhr in der Hand. Und der Schläger wird wieder legal gecheckt von Bettina Wilhelm, von der Schützin. Damit zählt das Tor und wir haben offiziell den Ausgleich. Also die machen uns heute wirklich fertig, die beiden Teams. Schon das kleine Finale, ein absolutes Drama. Heute Vormittag Hamburg gegen Münster mit einem Tor vor. Jetzt sind wir hier in der Verlängerung im Finale. Aber ich meine, als Zuschauer liebt man das. Ja, du kannst es dir noch nur so wünschen, so Spiele. Also das hätte doch auch keiner besser schreiben können. Für die Spieler, ich möchte ungern in irgendeiner Position jetzt auf dem Feld sein. Absolut. Weder als Schiedsrichter noch als Spieler. Aber was sind das auch für Geschichten? Da hat sie wirklich auf ihrem Stick, die Mareile, das Ding zum Ausgleich, macht es zweimal nicht. Und dann in den letzten Sekunden kommt nochmal Bettina Wilhelm. Ah, das sind aber so überragende Momente, die vergisst man, glaube ich, nicht. Nee, absolut nicht. Wir sehen unten am Spielfeldrand, ich glaube, das können Sie gerade nicht sehen, Anjuli, vierte Offizielle, wie sie Joey nochmal die letzten Instruktionen gibt, also was jetzt passiert, nehme ich an, und wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Entsprechend glaube ich, dass sie auch gleich noch mal zu Hannes geht, auf der anderen Seite Hannover, um ihn zu informieren, wie viel Zeit noch ist. Es kann nicht mehr viel Zeit sein. Der Ball wird Hannover zugesprochen. Es kann verschiedene Gründe haben. Wir haben es leider nicht gesehen, warum. Entweder war es Delay of Game von München oder... ich habe keine Ahnung. Es kann eigentlich nur was Technisches gewesen sein, weil sie hat ihn noch nicht aufgesetzt. Ah, das wäre es jetzt, wenn Hannover jetzt hier wieder das Ding macht. Und dann lege ich mich fest, wäre es durch. Wer jetzt den Treffer macht, gewinnt. Ist ja wie beim Tatort. Um 21.45 Uhr weiß man, wer der Mörder war. Wer jetzt den Treffer macht, gewinnt. Wer jetzt den Treffer macht, gewinnt. Und wieder eine Free Position für Anna. Zwar nicht an der 11 direkt, aber ich glaube für sie nah genug. Also sie macht sich selber. Anna Blank macht sich selber. Mareile. Lässt Hannover jetzt die Zeit? Oh, ich hoffe nicht, dass sie auf Golden Goal runterlaufen. Haben sie Angst, hier nochmal in einen Gegenstoß zu kommen?
Da kommt die Zeit. Wir haben jetzt 30 Sekunden noch auf der Uhr. 30 Sekunden, 25, wenn überhaupt noch. Ich frage mich halt, ob ihre Taktik ist, dass sie jetzt das Tor ganz kurz vor knapp machen. Und dann überhaupt nichts mehr anbrennen zu lassen. Ja. Bis jetzt sind sie ein Drücker. Mareile, macht sie ihren Fehler von eben wieder gut. Bedeutet sie, es war ja kein richtiger Fehler. Und das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Von rechts außen kommt sie mit dem Ball in allerletzter Sekunde durch. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Rechts außen. Die Defense hatte sie da gar nicht auf dem Schirm. Und München jetzt auch noch wieder, mal Timeout. Wieder die Timeout. Und auch der Stock muss noch mal kontrolliert werden. Also dramatische Szenen hier bei dem Finaltag der Lacrosse-Damen. Es wäre das 13:12 für Hannover. Die waren schon abgeschrieben. München hatte das Ding eigentlich schon in den Händen. Okay, wir haben hier nochmal ein ganz kurzes Timeout. Man hat auch Tessa nochmal gesehen nach dem Tor, wie sie so ganz beruhigend die Hände zu allen nach unten gemacht hat, um zu zeigen, es geht. Wir sehen, die Münchner Torwartin scheint jetzt auch ein bisschen unter Spannung zu stehen, braucht Zusprache. Das sehen wir nicht. Vielleicht kann nochmal unser Kameramann auf die Münchner Torfrau schwenken, die jetzt auch gerade... Ich weiß nicht, ob sie da eine Schuld trifft, also mit dem Schuss von Mareile Kribal von der rechten Seite. Der Torwart hat nie Schuld, letztendlich, weil wenn der Ball beim Torwart ist, dann haben 11 Leute vorher versagt. Und sie ist halt einfach letztendlich der letzte Punkt der Defense, der erste Punkt der Attack. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie sie sich gerade fühlt. Also, dass wahrscheinlich die Luft auch weg ist, wenn man so aufgeregt ist. Und, jetzt Alena Roth gegen Tessa Helf. Das müsste jetzt das Ding für Tessa sein. Aber reicht die Zeit noch? Sollte München jetzt noch einmal Ballbesitz kommen, reicht die Zeit wirklich noch aus? Also, es ist jetzt wirklich spannend, weil es können ja nicht mehr als 15, 10 Sekunden sein. Der Draw. Jetzt. Und das ist wirklich eine mutige Taktik. Das ist eine mutige Taktik. Es war richtig mutig. Kurz vor Schluss. Es war richtig mutig. Die Uhr nochmal angehalten. Ballbesitz München. Also hier sitzt niemand mehr. 13:12 Hannover. Jetzt muss das Ding nach vorne. Einfach nach vorne. Einfach nach vorne das Ding. Da kommt der Schuss. Oh mein Gott. Und das ist ganz, ganz bitter für München. Aber wir müssen auch in die freudigen Gesichter gucken. Freude pur bei den Niedersachsen. Was war das denn, liebe Tilly, für ein Finale? Also ich würde sagen, auf jeden Fall einmalig. Also in ihrer, ich weiß nicht, das ist jetzt seit 2009 die 6. Begegnung, die 7. Begegnung. Und es ist einfach, jedes Spiel ist einzigartig. Letztes Jahr sehr deutlich, das Jahr davor mit dem Golden Goal in der Verlängerung. Heute die Führung kurz vor Schluss. Also wie sie das, also einfach so ausgetaktet haben, wirklich so, ich meine, was muss man denn dafür Nerven haben, zu sagen, wir spielen auf jeden Fall so kurz vor den 30 Sekunden, dass wir das, den Führungstreffer so kurz vorher machen, dass München keine Chance mehr hat. Also haben sie wirklich hochgepokert und haben auf jeden Fall gerade den großen Pott gewonnen. Also